Willkommen zurück zu Toonstruck. Ich rede mal ein bisschen lauter, weil diese übertrieben gute Musik läuft übertrieben laut. Wir sind hier in diesem Räumchen stehen geblieben, haben gerade den Frosch Reh befreit. Und jetzt kann ich in die Kiste hüpfen. Okay. Hä? Okay, der Dicke hört mich. Das heißt, wenn der Dicke nicht hinhört... Ja. Hä? Was soll ich denn machen? Er kommt, kratzt sich nochmal am Ohr. Spiele aber ein tolles Kartenspiel. Okay, das scheint zu funktionieren. Immer wenn er sich am Ohr kratzt, springe ich eins weiter. Los, mehr kratzen. Los, los, los. Ich glaube, da komme ich noch nicht dran. Einen brauche ich noch. Wie will ich ihn aber wieder zurückhüpfen? Noch nicht. Wie scheint es mir nicht ratsam, einfach rüber zu marschieren und mich zu bedienen. Da hast du wohl recht. Okay, muss ich jetzt wieder zurückhüpfen? Ich meine natürlich Quark. Ach so, das war simpel. So, jetzt muss ich hier raus. Die Musik ist zu laut. Schrotthaufen, das war's wohl. Jetzt sind da oben noch Wachen auf dem Gang. Die muss ich erstmal... Also ich kann jetzt nicht weiter, hat man ja gesehen, das nächste Stockwerk. Da sind die Wachen. Auf dem Gang. Ah, jetzt kann ich aber erstmal die Wachen da oben in dem Wachsaal... Wachraum, ist wahrscheinlich sinniger zu sagen. Mal entsorgen. Und zwar indem man das TNT... Und da sagen die Leute, man soll nichts von der Stange kaufen. Wieso nicht? Ach, nur eine Stange. Okay, dann nehmen wir die eine Stange. Packen das in einen Truthahn. Vermutlich zünden das an. Anzünden. Ist schon gar. Ist schon gar. Kann ich das nicht anzünden? Wir wollen doch die netten Wächter nicht verhungern lassen. Es brennt nicht. Ich muss die Stange anzünden und dann... Okay, jetzt kommt wieder die Animation. Die haben wir schon gesehen. Deswegen kann man auch mehr Zeug aus der Stange holen. Leute, man soll nicht aus der Schachtel holen. So, also jetzt anzünden. Anzünden. Zünd die Scheiße an, Mann. Da ist ein fucking Herd. Mach die Herdklappe halt auf. Okay, Feuer. Also, zack. Feuer. Steht halt davor. So, jetzt aber. Die Zündschnur ist wirklich verdammt kurz. Ich sollte mich lieber beeilen. Uiuiuiui. Hier, so, Jungs. Jetzt aber. Damit könnt ihr mal so richtig die Kuh fliegen lassen. Jo, dann zeig mal, wie eine Kuh fliegt. Oh.
Jo, Krokodillederschuhe. Die schnapp ich mir doch gleich mal. Jo, die Tür hat sogar aufgesprengt. Alter Vater. Diese Party endete zumindest mit einem richtigen Knaller. So, die nehme ich doch mal mit, oder? Sie sind jetzt zwar viel ansprechender als vorher, aber anfassen mag ich sie immer noch nicht. Langweiler. Ein Kö. Nehmen wir den Kö mit. Dieser bodenlose Beutel ist so gut. Essensaufzug. Kann ich sonst was machen? Hä? Damit hatte ich nun wirklich schon genug Spaß. Kaputter Monitor. Nicht überlebt. Toller Satz. Kaputtes Spielzeug. Haben ihr letztes Spielchen gespielt. Die nächste Runde geht gegen die Taschendiebe. Okay. Kaputter Billardtisch. Na, probieren wir es halt aus, was der kaputte Billardtisch kann. Ich habe die schwarze Kugel ziemlich endgültig versenkt. Witzig. Okay, wir haben einen Kö. Brauche ich den Kö? Nee. Also, der nächste Schritt ist, dass wir die Wachen da oben auf dem Flur wegkriegen. Und glücklicherweise haben wir eine Pfütze im Bad. Das heißt, ich muss jetzt endlich mal hier die Klimaanlage zum Laufen bekommen. Und hoffentlich passt Spikes Nadel da jetzt rein oder der Kö. Ich vermute aber eher die Nadel. Der Clown würde sich schwarz ärgern, wenn er sehen könnte, wie sein Spielzeug einen konstruktiven Zweck erfüllt. So. Bei dieser Klimaanlage geht sich ja der Schneemann seinen Mantel holen. So, dann gehen wir jetzt hoch und locken die Alligatoren auf das Eis. Mäßige bis frische Winde aus südlichen Richtungen, aber arschkalt. So, Fliegenmann schreitet zur Tat. Und schon geht es wieder los. Gut, das hat funktioniert. Damit erkläre ich die Badezimmer-Eishockey-Saison für eröffnet. Dann locken wir euch mal hier raus. Ich sollte vorsichtig sein, wenn ich nicht ausrutschen will. Das dürfte lustig werden. Hier ist Mal. Versteck dich. Okay, mach davon ganz alleine. Du stehst da ein bisschen ungünstig, Mal. Kann ich dich da wegbewegen? Oh, die Musik ist so gut. Oh fuck, oh fuck, oh fuck. Hätte ich noch was machen sollen. Oh, wie schön. Ich wusste, das würde euch gefallen. So, jetzt kann ich hier auf den Flur. Abgeschlossen. Die Tür ist verschlossen. Gott sei Dank habe ich einen Schlüssel. Dieser Schlüssel passt nicht. Okay. Ich speichere mal ganz kurz. Und guck, was hier oben ist. Ob ich da sofort sterbe oder was auch immer. Tor. So kriege ich das Tor nicht auf. Knopf. Ich komme nicht ganz dran. Okay. Da muss ich mit dem Billardkö wahrscheinlich ran. Aber jetzt habe ich erst noch eine andere Idee, bevor ich da weitergehe. Weil diese Hörner-Gargoyle-Statuen, falls ihr euch noch erinnert,
Da habe ich doch gesagt, vielleicht muss ich da von der anderen Seite ran. Genau, ich drücke hier aufs Horn und wenn ich mich jetzt dem Ding näher, dann ist das Horn wieder weg. Das heißt, ich gehe jetzt wieder hoch und das Horn bleibt hier draußen. Perfekt, das läuft. Dann gehe ich hier ins Bad. Hier nach unten. Der Hornmann. Er kann alles, was fliegen können. Außer fliegen. Oder Eier legen. Oder Säure auf sein Essen kotzen. Oder sowas. Zeit, dass die Fliege die Fliege macht. Mal, wo hast denn die Sprüche her? Brutal. So, und dann gucke ich noch bei dem Fisch vorbei. Ob ich den jetzt irgendwie raushacken kann. Alter, wie die Rotze da tropft. Oh. Das sieht so aus, als würde ich da nicht drankommen. Ist doch komplett zugefroren. Dann muss ich ihn wohl grillen. Aber grillen kann ich auch. Läuft. Ich hab's Horn gedrückt. Ich hätte das Ding auf... Oh, Mann. Also nochmal außenrum. Sorry. Hab ich schon. Horn. Nach oben. Sorry. Hier runter. Fliegenmannspruch. Spiel. Komplett weg. Super. Diesmal haben wir Gott sei Dank gespeichert. Ich kann es nicht mal beenden. So, kleinen Moment, Spiel kommt wieder. So. Ändert ja nichts. Moment, das ist jetzt mitten auf dem Bildschirm. So. Also hier das Horn. Hier runter, Fliegenmannspruch. Eier legen. Ach komm, Spiel, was soll denn die Scheiße? Bin ich zu schnell? Okay, einen Versuch machen wir noch. Wenn nicht, muss ich das schneiden. Und ich habe keinen Bock auf Schneiden. So, ewig nicht mehr da gewesen. So, jetzt gehe ich ins Bad und lasse den erstmal da reinlaufen, dass die Animation abläuft. Und dann überfordere ich ihn nicht. Wie gesagt, das Spiel hat ein paar Jahre auf dem Buckel. Jetzt hängt er sich hier drin auf. Oh ne, okay. Dann speichern wir das mal. So. So, das haben wir schon gehört. Eier legen. Säure aufs Essen kotzen, finde ich witzig. Zeit, dass die Fliege die Fliege macht. Dann haben wir wenigstens was draus gelernt. Und zwar, dass wir jetzt hier gleich heiß machen. Wow, was für eine Heizung. Macht hier jemand Hotdogs oder sind das meine Eingeweide, die zu brutzeln anfangen? Okay. Wie süß.
Okay, aber jetzt kann ich sicher auch nicht ins Wasser reinfassen, weil jetzt kocht's ja. Deswegen. Ja, viel besser. Machen wir jetzt mal auf normal. Okay, das Wasser kühlt auch wieder ab. Was macht der Fisch jetzt? Das muss ich schneller sein als der Fisch. Okay, schneller als der Fisch, schneller als der Fisch, schneller als der Fisch. Ich vermute mal, dass das wirklich auf Zeit geht. Los! Haha, keine Chance, keine Chance, Buddy. Wie süß! Der kleine Flossenwedler wird wohl nichts dagegen haben, wenn ich diese Kiste an mich nehme. Ein echter Schlüssel. Der war in der Kiste drin. Ein echter Schlüssel. Okay, dann habe ich jetzt einen echten Schlüssel. Jetzt hole ich mir dieses blöde Gargoyle-Ding. Der arme Fisch. Ich habe ihn beklaut. Und jetzt Gargoyle-Statue. Ja. Doppel-Aha. Wie viel habe ich jetzt? 2, 4. Okay. Ich habe einen neuen Schlüssel, der wird wohl zu dem Raum da oben gehören, vermute ich mal, oder? Schließen wir den mal auf. Diese verrückten Grafen verstecken immer einen Reserveschlüssel im Aquarium. Ein Fall wie aus dem. Das habe ich noch nie gehört. Oh. Das ist der wertvolle Stuff. Eine Venusfliegenfalle. Eselkopf. Eselkopf, ich klicke drauf, es passiert nichts. Nette Vase. Nette Vase. Nette Vase. Okay. Ein Bücherregal voller Bücher. Yes. Überraschend geschmackvoll. Was ist das für ein dummer Raum? Aus Gewohnheit fasse ich keine fleischfressenden Pflanzen an. Besonders nicht solche, die Verrückten gehören. Porträt? Nettes Porträt. Ob das wohl ein Verwandter ist oder Vidalus selbst? Ich weiß nicht genau, wo der Schalter ist. Wo ist der Schalter? Hinter der Tür? Nein. Da, das Ding. Die Sonnenbrille, die ist wichtig, die brauche ich auf jeden Fall. Gib mir die Sonnenbrille. Oh mal, das geht schief. Wo ist die Sonnenbrille? Ups, naja, immerhin ist die Sonnenbrille heil geblieben. Und wo ist sie denn? Reich, und in Reich, und in Reich, und in Reichweite. Und in Reichweite. Na prima, jetzt hängt sie am Ventilator. Okay, dann schalten wir den Ventilator mal ab. Oh. Das Porträt zerflitzt. Ups. Okay. Dann auf dem Eselding. Ich glaube, wir zerlegen das ganze Raum. Dran. Okay. Bürostuhl. Sehr schön. Wollte gerade sagen, kann ich den Stuhl dahin stellen? Dann gehen wir auf den Bürostuhl. Nee. Komme ich einfach dran jetzt? Wie kann ich das jetzt noch kaputt machen? Trittleiter aus. Oh nein. Witzig. Großartig. Wirklich großartig. Jetzt mache ich mich hier auch noch zum Esel. Und diese Pflanze hat meine Brille. Was gebe ich dir? Dass du mir das Ding... Jo. Jo, 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 jo. Na, 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 na. Du kannst mich doch gar nicht fressen, solange du die Brille im Mund hast. Ja, du dumme Pflanze. In die Vase. Ha! Das habe ich gerochen. Ich glaube es einfach nicht. Jetzt ist sie in der Vase, ja?
Ja, das soll dir überhaupt kein Problem darstellen. Das Ding hauen wir doch einfach um. Ich hasse es, sowas zu tun. Manchmal. Wie wir den Raum zerlegt haben, komplett. Nee, die Rüstung steht noch. Nee, ich hab die Sonnenbrille. Okay. Eine unbezahlbare Sammlung edler Antiquitäten und Möbelstücke ist zerstört worden. Aber schaut mal, wer dafür eine neue Sonnenbrille hat. So. Die Ritterfigur steht noch. So. Doch an dieser Stelle sage ich mal, danke fürs Zuschauen und wir machen das nächste Mal weiter. Denn, wenn ich mich recht entsinne, neigen wir jetzt langsam mit dem Ende zu. Deswegen mache ich jetzt hier mal ein bisschen früher einen Cut, als ich das normal gemacht hätte, weil sonst reicht das nicht für Sonntag. Okay, dann vielen Dank fürs Zugucken. Entschuldigt die kleine technische Panne, aber das ist halt mal ein altes Spiel. Das hustet manchmal etwas. Also dann, bis zum nächsten Mal. Tschüssikowski!